Scholle Finkenwerderart und Scholle Naturgebraten. Wie diese Spezialität hier aus Hamburg-Finkenwerder funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker! Wir haben eine schwarze Scholle und eine weiße Scholle. Das ist natürlich Quatsch, aber ist es ganz wichtig zu wissen, dass so eine Scholle eine dunkle und eine helle Seite hat, weil das hat ganz viel mit dem Braten zu tun. Das ist eine Scholle, wie man sie heutzutage vom Fischhändler bekommt, das heißt, dieser Flossensaum ist hier unten und an den Seiten schon abgeschnitten, der Kopf ist schon raus, rein theoretisch könnte man sie so in die Pfanne legen, aber nein. Was ganz wichtig ist, schaut mal da, da sind noch Teile der Innereien drinne. Die sollten wir nochmal ganz dringend rausnehmen. Also einfach mal so raus operieren, das kann man mit den Händen machen, wenn es gar nicht geht, auch mal mit einem kleinen Messer mal nachfassen. Das muss da, schaut mal, das hier, oh, das. Ja, oh. Das ist wirklich unappetitlich, wenn das von jemandem, der keine Ahnung hat, mitgebraten wird, das muss raus. Das da in der Mitte, dieses hier, da ist so eine Art Blutgerinnsel, das da, und das kratze ich so an, schaut mal, da, seht ihr das? Mhm. Und das muss ganz dringend unter klarem Wasser nochmal rausgewaschen werden. Das kann man jetzt hier einfach unter fließendem Wasser, kann man das so ausspülen. Das muss schön sauber sein, weil wir wollen ja hinterher uns auch auf einen appetitlichen Fisch freuen. Noch ein kleiner Tipp. Hier, wenn wir die Scholle jetzt gleich braten, ist sie an dieser Stelle ist sie natürlich halb so dick wie an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir sie jetzt braten, haben wir immer das Problem, dass das hier viel schneller gar wird als das große Teil. Demzufolge wird das hier hinten auch trocken. Deswegen, kleiner Profi-Tipp von mir, ihr seht hier genau die Naht von dieser Scholle und an dieser Stelle schneiden wir die Scholle von beiden Seiten ein, aber Achtung, nur bis hier. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Das heißt, beim Braten kommt jetzt hier viel besser heiße Luft oder Fett heran, sodass der Fisch ansatzweise gleichmäßig gar wird. Sind unsere Schollen so schön vorbereitet, werden sie jetzt kräftig gewürzt. Erst einmal Salz drauf, von beiden Seiten. Was man in keinem Fall schon jetzt gleich machen sollte, ist das Melieren. Das zeige ich euch sofort, wenn der Fisch von beiden Seiten gewürzt ist. Früher hat man Zitrone immer auf den Fisch gegeben, weil die Kühlkette war ja nicht immer so toll, wie sie heutzutage ist. Heutzutage, wo wir die ganzen Kühlketten haben, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Trotzdem, meine Großmutter hat den Fisch immer mit Zitrone gemacht, aus diesen alten Gründen. Und ich finde den Geschmack am frischen Fisch immer noch toll, deswegen Zitrone drauf. Wie gesagt, das darf eigentlich jetzt gerne auch mal so 10, 15 Minuten liegen, passiert überhaupt nichts. Aber jetzt kommt unser Mehl. Ich habe hier schon zwei Pfannen mit relativ viel Öl drin. Das ist ein Sonnenblumenöl in beiden Pfannen. Und wir machen jetzt Folgendes. In die eine Pfanne gebe ich jetzt hier schon mal Speckwürfel hinein. Die dürfen jetzt hier schon mal so ein bisschen anbraten, weil wir wollen ja Scholle Finkenwerder Art haben. So. Und jetzt kommt unsere erste Scholle. Und jetzt geben wir die Scholle nur ins Mehl hinein, von beiden Seiten. Einmal so wenden. In gar keinen Fall darf diese Scholle jetzt hier lange drinnen liegen und gleich wieder abpudern. Und das Wichtigste ist, da ist die dunkle Seite, hier ist die helle Seite, mit der hellen Seite zuerst in die Pfanne hinein. Und immer schön die Pfanne bewegen. Warum? Dann kann sie nicht ankleben. Das Gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Scholle, die nicht Finkenwerder Art ist, das heißt ohne Speck. Geben wir da jetzt genauso rein, kurz im Mehl wenden, ein bisschen abschütteln das Mehl und sofort mit der hellen Seite rein in die Pfanne. Und auch die immer schön bewegen beim Braten. Ganz, ganz wichtig. Immer so ein bisschen in Bewegung halten, dann kann auch nichts anbrennen. So, jetzt haben wir diese Scholle von dieser Seite ungefähr 10 Minuten auf kleiner Flamme gebraten. Jetzt drehen wir sie mal vorsichtig um. Schaut mal, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Scholle ohne Speck und Finkenwerder Art. Ah.
Schaut mal, das Speck hier, so richtig schön knusprig eingebraten. Noch auf der Seite, auch nochmal 10 Minuten auf kleiner Flamme. Carmen, und dann gibt es Futter. Ja, lecker. So, zum Ende der Garzeit nehmen wir immer ein bisschen was von unserem Bratfett und geben das nochmal über unsere Scholle so rüber. Weil, wenn wir jetzt die untere Seite braten, dann verliert die obere Seite hier so ein bisschen an der Knusprigkeit. Und außerdem wird sie dadurch nochmal auch von dieser Seite richtig schön heiß. Das machen wir bei beiden Schollen. Hier auch mit dem Speck nochmal so richtig schön drüber über unsere Scholle. Die sieht hier auch lecker aus, ne? Oh, es ist so ein Traum, oder? Ja, wirklich. Jetzt geht es noch darum, woran kann ich erkennen, dass sie gar ist? Wir nehmen eine flache Palette und wir haben ja hier reingeschnitten. Und jetzt gehen wir da mal so ein bisschen auf diese Grete drauf. Und wenn wir das hier so öffnen können, kann man das sehen in der Kamera? Ja. Aber schaut mal, so kann, wenn man das so abheben kann, das Fischfilet, dann wissen wir, die Scholle ist gar. Diesen Bratensatz hier aus den Pfannen, da kommt ein bisschen frische Butter mit dazu. Und dann stellen wir es extra auf den Tisch. Eine einfache Salzkartoffel dazu oder wer mag, ein bisschen Kartoffelsalat. Carmen, welche von den beiden nimmst du? Ich glaube, du täuschst dich jetzt. Du denkst, ich nehme die Natur. Nein, ich nehme die Finkenwerder Art. Du nimmst die mit Speck, weil der Speck schön knusprig ist. Ja, genau. Ja, ja, schon klar. Also, wir werden uns schon einig werden. Weitere Rezepte werden oben eingeblendet. Scholle Finkenwerder Art und Scholle Natur gebraten. Wir wünschen einen guten Appetit beim Nachkochen. Wir haben euch lieb.